zu erneutem Video auf meinem Kanal und heute zocken wir ein bisschen die AK-74U und natürlich auch die Pistole, die M1911, und leider habe ich die in den Packs jetzt nicht gezogen, von daher müssen wir sie hier ein bisschen versuchen zu spielen. Aber hier liegt sie schon nicht rum. Sehr schön, das beginnt ja schon gut. Und mal gucken, wie die so ist. Ich kenne die Klasse natürlich aus Bio 1 schon. Da war sie gut overpowered, der wollte sterben die ganze Zeit. Und da war die auf jeden Fall gut überpowered mit Schnellfeuer und so. Ging die auf jeden Fall ab. Ich bin gespannt, wie die jetzt ist. Okay, wir haben schon mal die Pistole. Oh Gott, ist ja auch da. Oh, nice. Ach, die kann man ja durchtriggern, merke ich gerade. Jawohl, nicht so drauf. Oha, die hat ja gar keinen Damage. Krass. Ach, hatte der die Waffe. Ärgerlich. Ah, wir nehmen die wieder. Hier, die Pistole haben wir schon. Das ist schön. Boah, krass. Die ist ja mega low. Ah, die kann man schön durchtriggern. Das, ah, das ist gut. Das ist gut. Das Durchtriggern ist gut. Oh, wir haben leider keine Munition mehr. Ah, die braucht mega viel Schüsse. Also, Pistole ist ja nicht so geil, ne? Oh, wo sind sie jetzt hier? Hat hier keiner eine AK? Ah, wir nehmen nochmal die Pistole. Also, Pistole bin ich ein bisschen enttäuscht, ne? Sag ich ehrlich. Wobei man die schön durchpushen kann. Ich glaube, die anderen Pistolen, die stauben, oder? So, die... Ah, welche haben wir da noch? Die Einzelschuss... Das heißt die TK-45, ich weiß gerade gar nicht. Oh, da haben wir die AK. Da bin ich mal gespannt. Boah, die ist nice. Ah, die sieht schmal aus, oder? Oh, die ist aber stark. Boah, die finde ich schon stark. Ah, komm. Oh Gott, es kommen irgendwie so alte Gefühle hoch, ne? So wie damals. Oh, nice. Oh, die ist schon geil. Wir haben die Talon erreicht. Jawohl, es läuft. Ah, okay. Entfernung ein bisschen schwach, finde ich. Also ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Waffen schon gespielt habt, wie ihr die Waffen findet. Und natürlich, ne? Auch die Pistole, wobei die Pistole, finde ich nicht so gut. Die ist echt ein bisschen, wie soll ich sagen, so schwach, ne? Vielleicht ist das besser, wenn man die durchtriggern kann. Ah, als Nahkampf ist die, oha, Nahkampf ist die echt stark. Klon machen, ehrlich machen, hier. Nice. Ah, komm. Oh, leider gestorben. Schade, schade, aber ich finde die AK finde ich geil. Also schon allein finde ich die gut, weil ich die aus Bio 1 natürlich kenne. Habe ich ja auch damals gesucht und ich bin ja noch in der älteren Generation, ja, wie soll ich sagen, tätig von COD her. Also ich habe ja schon einiges an Erfahrung bekommen. Ja, Faust ist auch ganz gut, ne? Man kennt es. Wir wollten einen Waffentest machen, aber okay. So ist es. Oder so soll es sein. Mal gucken, wie viele Schüsse die braucht. 1, 2, 3, 4. Oh, ja, okay. Hat wunderbar geklappt. Der hat das Aiming ein bisschen verloren. Ah, komm. Ah, ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, bei eigenen Spielen die mal zu spielen, auch wenn die quasi nicht hier gezogen worden ist in den Packs. Ah, hier ist gar nicht mehr die AK. Wir bräuchten noch einmal die AK. Das wäre hier ganz nett. Dann haben wir beide Waffen ja auf einmal. Ah, alles die Pistole. Wo sind wir gerade gestorben? Hier irgendwo. Ah, die hat auch die Pistole. Wieso spielen die ganzen Bots mit den Pistolen? Was soll das? Pistole. Hm. Da können wir die Drohne machen, dann sehen wir wenigstens, wo die spawnen. Oh Mann, der hat die AK. Ich habe gedacht, der hat die Pistole, deswegen habe ich aufgehört zu schießen. Ah, der hat die. Wo lang? Ah, komm, ich habe noch nie mit der Argus gespielt, außer natürlich jetzt gerade. Pistole brauchen wir eigentlich nicht. Ah, komm, dann nehmen wir einen anderen. Da, spawnen. Oh, die Pistole. Ah, der nicht. Nice. Oh, wir spielen die sogar jetzt mit... Ah, okay, wir spielen nicht mit Schnellfeuer. Aber Range. Ah, okay, auf Entfernung ist die echt nicht so geil, merke ich gerade. Aber, nah ist die natürlich schmackhaft, ne?
Na, ist die echt stark. Also ich denke mal, das wird eine gute Waffe. Ich glaube, wenn man die mit Schnellfeuer spielt, dann geht die mega ab. Ah, nice, haben wir. Ui, hier war einer. Also, okay. Wir machen jetzt hier noch kurz den einen oder anderen Kill oder auch nicht. Aber wie gesagt, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie ihr die Waffe findet. Also ich finde die AK ein bisschen schade. Also finde ich nicht so stark. Aber okay, ist ja alles auch subjektive Meinung natürlich. Aber ich denke, mit der AK-74U wird man viel Spaß haben. Auch dadurch, dass sie eben aus der damaligen Region oder aus den damaligen Spielen schon entstanden ist. Ich sage es immer wieder, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass sich die Entwickler da nie was Neues einfallen lassen, anstatt dass neue Waffen kommen, nehmen die einfach die alten Waffen. Finde ich ein bisschen Quatsch, aber ich bedanke mich natürlich fürs Zugucken und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich natürlich über eine Bewertung sehr freuen. Wenn ihr sehen wollt, dass ich vielleicht mit einer anderen Waffe auch mal spiele, bei eigenen Spielen, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen. Und bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.